Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure. Ja, All-Star Battle. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte komisch ausgesprochen. In der letzten Folge haben wir JoJoLeon erledigt. Oder jedenfalls, was das Spiel hier für eine Geschichte für JoJoLeon erzählt. Und jetzt machen wir die ganzen Bonusmissionen. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier Kapitel 2, Part 2 vor. Weil da sind die ersten Bonusmissionen. Also, Ex-Missionen oder so. So. Und wie man jetzt hier sehen kann, habe ich das schon gemacht, und zwar vor ungefähr 10 Minuten, weil meine Aufnahme hat schon wieder rumgespackt. Und ja, deswegen habe ich irgendwie so den Kampf gemacht. Ich habe gemerkt, irgendwie, ja, das stimmt irgendwann mit der Aufnahme nicht, habe beendet und ja, gelöscht und jetzt wieder neu aufnehmen. Ja, machen wir das noch mal und ich freue mich jetzt echt nicht so darauf, weil der Kampf war irgendwie verdammt schwer. Wamo wurde der Wind. Und Jojo war jetzt in die Knie gezwungen und ohnmächtig. Statt Tränen nahm er das stille Lied eines Mannes wahr und ein ungewöhnliches Gefühl des Zusammenhalts. Klaas war der letzte Überlebende. Er nahm seine Kapuze ab und führte Lisa Lisa an einen Ort, wo sie kämpfen und die Sache ein für alle Mal regeln konnten. Ja, und ich darf nur durch Harmon Atem Energie bekommen. Samara Hamon no Seishi wa doushitemo Seisei Dodo kono te de ketchaku o tsuketakunatta. Ah, das muss ich mal, okay. Er hat irgendwie, glaube ich, nur einen Angriff und da muss man in verschiedene Richtungen drücken. Irgendwie, weiß ich nicht, verschiedene Versionen davon zu bekommen. So ähnlich wie bei Joseph mit seinen Cracker Volley. Ah. Aber das ist wirklich alles, was sie haben kann, habe ich das Gefühl. Den er kann sie. Sehr schön. Lass mal eine Kippe reinhauen. Das ist gerne nochmal meine Dinge. Hartanzeige füllen. Ich kann ja nur mit einem Hammer und Atem aufhören, ist nicht so. Lässt mich, aua. Ja, nicht in Ruhe. Hat zum Teufel. Muss man nach rechts drücken einfach. Also in die Richtung verlegen. Veräppelung. Das war ganz schön schwer, Dingens hier aufzuladen. Der lässt mich einfach nicht. Da. Jetzt wird es erstmal schwierig. Ich muss mich nämlich angreifen. Nein. Einfach keine Pferde. Guck mal, ja, greif mich an. Ach, leck mich. Mal, gerade konnte ich die schön zeigen, aber jetzt nicht. Weil es ist schwer, in seine Dings hochzuballern. Seine Hartanzeige zu erhöhen. Oder Heatanzeige, glaube ich. Und gleichzeitig gegen den so kämpft, weil der lässt einen nicht aufladen, das ist ein bisschen doof. Ich will die Attacke nämlich dann zeigen. Bang. Nicht von Pferde überrollen. Verdammt. Boah, kannst du nicht eine Sekunde früher da hinten gehen? Ja,
Das ist richtig schwer. Warum kann ich meinen Hammer nicht aufladen? Normal. Vor allem dann muss er mich auch noch angreifen. Richtig doof ist. Ja, senkt mir noch meine Anzeige. Nicht auf. Vielleicht verliere ich schon wieder. Was greift mich an? Jawohl. Du. Ah, verdammt, jetzt kommt das. Schade, ich hätte gerne den Spruch gehört, den sie danach gesagt hat. Handgefährlich und teuer. Sehr schön. Also nicht, weil ein Radar hier so nützen könnte, aber naja. Also anstatt Schale so irgendwie eine Peitsche oder so machen können, was weiß ich. しかしだけにそれは影武者だったのだ。カーズは卑怯にも騙し討ちによってリサリサを倒した。くだらんな。1対1の決闘なんてな。このカーズの目的はあくまでも積積。あくまでも究極生物になること。 ワムーのような戦士になるつもりもなければロマンチストでもない。どんな手を使おうが最終的に勝てばよかろうなのだ。道理で殺気がないはず。自分で戦う意志は最初からなかったのね。ジョジョ 瀕死の彼女から英者の積積を奪い取り交渉するカーズ。積積は手に入れた。あとはそのうるさいジョジョのやつをお前ら全員で始末せよ。悪逆な敵に対しジョセフの怒りが爆発する。Und folgt. Ja. Ich habe geblöd, dass man das nicht vorher machen musste. Einen echten finalen Kampf, aber der Kampf war irgendwie schwieriger. Okay, so, jetzt machen wir Part 3. Da müssen eigentlich ganz schön viele sein. 4 Stück, okay, und alle belegen mich. Dann machen wir, würde ich sagen, Polnareff gegen Iggy. Okay, was? Der Bestand wandelnde nah aus Sand. Nachdem Joestar und sein Team in Ägypten gelandet waren, werden sie von einem Helikopter der Speedwagon Foundation in Empfang genommen. Der Helikopter bringt zugleich auch Hilfe, und zwar in Form des Hundes Iggy, ein Anwender des Stands Dana oder der Fool. Aber die Situation wird schnell chaotisch, als Iggy in die Luft springt, an Eiffels Hahn ein Polnareffs Hahn reißt und ihm dann in das Gesicht furzt. Der wutentbrannte Polnareff lässt sich von Joseph nicht zurückhalten und greift Iggy an. Ja. Geh mal Verteidigung und so. So, komm her. Ersten Angriff dann, sehr gut. So, den des Gegners treffen wir. Nehmen wir an den Stand. Was? Denn der? Was? Was zum Teufel, das war Dio. Kraft des Gegners angreifen, okay.
Das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Das war mal R2 so gedrückt. Ah, jetzt muss ich mal angreifen. Sehr schön. Den kann ich ja gar nicht treffen, Mann. Er ist doch winzig. Das ist ein bisschen unfair. Aber warum konnte der Dio rufen? Guck mal, ich glaube, da kommt ein Auto, Mann. Ey, jetzt voll unfair. Alter, ich treffe den nicht. Kann ich ihn überhaupt mit meinen Ultimaten so treffen? Nee. Ich kann sagen, was er wollte, aber der ist voll unfair zu treffen. Na toll, der muss sich nur ducken und abwehren, dann hat er schon gewonnen. Der Kampf ist ja unfair. Ich kann doch nicht mal grabben. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Soll den Angriff schon ein. Ich kann nur den Angriff machen, sonst treffe ich den nicht. Sehr schön. Oder in den Luft treffen. Finde ja gut, dass er oft springt. Da werden sie dann Stand offen hat. Nein, 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 nein. Ich habe noch genug KP. Noch ein bisschen am Taunten. Ich denke, das war irgendwie doof. Ich kann den doch treffen, oder was? Alter. Was macht der da? Warum kann der Dio rufen? Ist da irgendwas verpasst in der Serie oder was? Ja. Aber guck mal, ob ich überhaupt damit treffe. Ja, okay, gut. Zack. Kann ich auch mal besser steuern. Du räudiger Köter, passt ja. Au, was? Einfach auf ihn zugerannt. Jetzt selber scheiße, sehr schön. Schön. Habe ich überhaupt jetzt beide Geheimdinger gehabt? Ich glaube ja, ne? Da konnte ich, jetzt kann ich auch den der Iggy gegen Polnareff kämpfen lassen. Machen wir wahrscheinlich auch irgendwann. シルバーチャリオッツの攻撃が命中する直前、ザフールは砂に変化して相手の剣を取り込んでしまった。剣の達人ポルナレフも武器を奪われてしまってはなすすべがない。助けて、この犬どけてくれ。仲間たちが見守る前で 彼はイギーに髪の毛をむしり取られ、散々な目に遭うのだった。 Hätte nur von Jotaro so stehen müssen. Er ist echt der Stärkste. Er hat gesagt, irgendwie, er hatte keine Chance gegen ihn, ne? 次は
So, nächste wäre Joseph gegen Dio, aber das ist mir noch mal ein bisschen aufwand. Genau, lass mal Iggy spielen gegen Wow, das war voll verbunden. Der Stolz des streunenden Hundes. Polnareff betritt nach Joseph Dios Anwesen und stößt auf Vanilla Ice, den Anwender eines Stands, der alles in die Leere aufsaugen kann. Aftal stirbt, als er versucht, Polnareff und Iggy vor ihm zu beschützen. Die überwältigende Macht des Stands treibt die Gefährten in die Enge. Iggy setzt zu einem Konterangriff an, indem er The Fool anwendet, um einen Dio-Doppelgänger zu erzeugen. Ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber wir schon stimmen. Übrigens auch ein DLC-Charakter. Das sieht sehr blöd. Sieht sehr verblöd aus. Na, machen wir mal. Kreis dir ein! Was? Was abgewehrt, Mann? Aber ich dachte, seine Verteidigung und also was ist was schon gesenkt. Meine Güte. Wieder kämpft. Also höhungsbedürftig. Wie ein Shoryuken. Ja, wahrscheinlich muss ich das einsetzen, ne? Oh, jetzt hab's nochmal treffen. Oh mein Gott. Ey, der ausweicht, ne? Dio Doppelgänger landen. Ich glaube, das war ein einziger, ne? Oh, wie viel er hat. Der macht mich voll fertig. Aber ich dachte, in seine Verteidigung und so hat das alles gesenkt. Wow, macht er. Oh Mann. Macht ja aber auch Schaden der Typ, ne? Ah, der eine Typ ist ja nochmal. Unbedeutender Lakai Nummer 1. The Fool! Man! Boah, das wird noch ein bisschen länger klappen. Schlechte Angewohnheit, okay. Meine Güte! Ich kann die Angriffe nicht abwehren, hab ich das Gefühl. Aber jetzt aufhören damit. Ey, der macht nur den Angriff, hör auf damit. Also wir mal befinden. Ey, was sind die auf einmal so stark? Ich habe ungefähr, weiß ich nicht, eine Stunde bevor ich aufgenommen habe, hier noch ein bisschen das Spiel gespielt, um wieder reinzukommen. Cream, ja. Boah, kriegen jetzt hier so auf der Platte. Also gegen Iggy war voll schwer und jetzt mit Iggy genauso. Ach, meine Verteidigung ist gesenkt, ja, leck mich. Was zum... Meine Güte. So. Bitte mehr Grabs einsetzen. Ah, ich treffe damit nicht. Mach nicht wieder die ganze Zeit den Angriff. Alter! Hör jetzt auf! Ach, dann nerv ich. Ah.
Dann macht er einfach einen Shoryuken. Alter, da sind die DLC-Charaktere voll überpowered sind. Da bin ich einfach so schlecht gerade. Ich kann den Angriff nicht abwehren, das ist auch voll unfair. Ja. Guck mal, wie stark der ist. Ja, voll unfair. Jetzt verwaltet sich wieder in seine Dings, ne? Seine Kugel oder auch nicht. Ja, heil dich nach oben. Oder hat er sich nicht hochgehalten? Ich weiß nicht. Nein, aha. Irgendwie will er seinen Link nicht einsetzen. Eine Spezialtechnik. Ma. Komm her. Boah, willst du mich eigentlich? Voll Gara-mäßig hier. So, komm her. Bam. Sehr gut. Om nom nom nom. Na komm her. Ich lache, wenn ich das nicht schaffe. Los, lass ich von denen erledigen. Schade. Wie ich Shoryuken. Ja, gibt's nicht. Ich verliere noch. Meine Güte. Ich hab einen Gegner. Wollte nicht so lange aufnehmen eigentlich. Wenn jetzt Ex-Dingen so schwer ist, ne? Noch mehr. Bam, ich hab vorher Glitzern im Auge. Oh. Oh, das hat einen Verzweiflungskampf hier. Sie sieht voll bescheuert aus in dem Ding. Ha. Oh, komm her. Da kommt er gleich wieder, der Typ, ne? Da ist mein Abwehrknopf kaputt, also nach links drücken. Irgendwie klappt das nicht mehr. Ja, genau. Komm her. Bam. Ja, voll doof, was du gemacht hast mit Iggy. Im Anime. Und im Manga allgemein. Komm her. Und mit dem Angriff treffe ich nie, habe ich das Gefühl. Komm her. Komm her. Hm. So, jetzt aber. Habe ich Ultimate vielleicht nicht gesehen, aber egal. Nein. Geht immer noch. Boah. Leck mich, das war ein Kampf. Ah. Tage. Meine Güte, nächstes Mal nehme ich irgendwie so einen Effekt, um mir den Kampf leichter zu machen. Iggy's
彼はイギーを追い詰めるとスタンドで飲み込もうとはせず自分自身の足で必要に何度も蹴り続ける。蹴り殺してやる、このどちくしょうが。暗黒空間に飲み込むのは一瞬だ。それでは私の怒りが収まらん。貴様が悪いんだ、貴様が。私を怒らせたのは貴様だ、貴様が悪いんだ。思い知れ、どうだ、思い知れ、どうだ、どうだ。ポルナレフはイギーを救うためシルバーチャリオッツを繰り出すのだった。Ah, ne, der Kampf müsste ja eigentlich auch kommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play. Ja, von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.